Hallo! Ich habe gedacht, wir starten mit einem Flug zum Schrein, von dem ich beim letzten Mal sprach. Dementsprechend befinden wir uns hier schon einfach im Flug. Ich dachte mir einfach mal, wir starten mit einem Flug rein, ne? Mal anders. Einfach mal anders. So fliegen in die wunderschöne Nacht, hinten alle blutig tot. Die verrecken da wahrscheinlich gerade alle im Schloss, aber ich, also Link, muss jetzt diesen Schrein hier machen. Von dem hatte ich im letzten Part schon gesprochen. Man könnte fast sagen, geschwärmt. Und wird jetzt der Zahirova-Schrein gemacht. Wird einfach gemacht. Keine Widerworte. Sind wir uns da einig? Gut. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Kann ich hier auch reingehen? Gucken wir uns mal um. Was ist umsichtig ausweichen? Aha. Das hier der Resident Evil Schrein. Ich glaub schon, das hier ist der Resident Evil Schrein, ne? Also Resident Evil 1 Schrein. Gucken wir mal, da müsste ja jetzt gleich so eine Kammer kommen. Das Schreinende, okay. Vielleicht hier die Truhe, ne? Okay. What? Bin ich irritiert. Ist ja hier kein Rätsel. Was soll das? Ah. Hey, ich verstehe. Jetzt muss ich den nur noch bewegen. Oh. Oh. Vielleicht auch die richtige Fähigkeit benutzen, dann geht das auch klar, ne? Dann klappt das auch. Wow, danke für die scharfe Medizinspiel. Danke. So. Erster Laser. Weiter Laser. Und jetzt kommt der Resident Evil Raum. Jetzt kommt der. So. Ah ja, ich erinnere mich. Da hätte der Dude in dem Film mal das hier gemacht, ne? Einfach euch die Decke nach oben. Ist doch nicht so schwer. Ist doch nicht so schwer. Gut, damit haben wir wieder vier Dinger. Die werde ich nach jedem Teil in Ausdauer verwandeln. Und dann habe ich mehr Ausdauer. Ist das ja mal geklärt, ne? Möge das Segenslicht mir Kraft schenken. Danke. Danke, liebes Segenslicht. I guess. Ich glaube, ich will vom Leuchtturm mich jetzt wieder zu Tulin bewegen, ne? Das hieße also, von hier geht's jetzt auf die Suche nach Tulin. Ich denke schon. Ich denke, das passt. Sollte ja auch jetzt eigentlich nur noch eine Markierung sein, ne? Ja. Passt. Gut, die ist hier direkt vor mir. Das müsste hier der Berg sein. Den man bestimmt super sieht im Stream. Wenn man den nicht gut sieht hier, den Berg, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, man sieht ihn scheiße. Aber ist egal. Wir fliegen jetzt langsam hin. Irgendwann wird es auch wieder Tag. Und dann sind wir schon fast da. Dann geht die Suche nach Tulin weiter, der irgendwelche Monster verfolgt hatte, glaube ich. Ja, das klingt richtig. Das klingt nach Tulin, den kleinen Schlingel. Hihi. Der kleine wilde Schlingel. Der Bengel. Der Ungehorsame. Der Wilde.
Oder wie er sich selber nennt. Der Pflügge. Er ist ja schon Pflügge, sagt er. Pflügge, da denke ich so, der wäre in Pubertät und jetzt den Frauen hinterher, ne? Nicht irgendwie ein besonders toller Flieger. So. Muss leider zwischenlanden. Mensch. Hi. Oh, den kann ich nicht hochheben. Will ich den auch nicht nochmal anpacken. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, ja? Sie tun weh. So, Tulin, was ist los? Ich hab nicht aufgepasst. Ah, blödes Monster. Link, was machst du denn hier? Jetzt sag mal, was ist eigentlich passiert? Also, naja. Ehrlich gesagt hat sich das verflixte Vieh meinen guten Bogen gekrallt. Siehst du, das ist der Bogendieb. Ja, sehe ich. Muss den Bogen zurückhaben. Hilfst du mir, Link? Jetzt nicht. Sicher. Echt? Danke. Ach übrigens, ich kann einen Windstoß in meine Blickrichtung schicken. Wenn du mit deinem Parasegel auf diesen Wind reitest, solltest du bis zum Monster fliegen können. Gib mir einfach ein Zeichen. Tulins Macht über dem Wind. Sobald Tulin seine Aura entfaltet, kannst du einen Luftstrom entfesseln, der dich nach vorne befördert. Beim Einsatz des Parasegels kannst du so den Flug beschleunigen. So. Fliegen wir hier rüber und knallen den Arsch ab, oder? Sehr gut. Das lief ja klasse. Danke, Link. Du hast mir riesig geholfen. Rasch. Mal schauen. Puh, alles noch dran. So ein Glück. Oh je. Da kommt noch mehr. Die können was erleben. Zweimal tricksen mich die blöden Flatterer nicht aus. Los, Link. Kaufen wir uns. Gegen uns beide haben die keine Chance. Okay. Ja, Tulin schießt ja immer mit Pfeil und Bogen. Ich erinnere mich. Das war ja witzig. Und du stirbst. Wach am Kritten, der Tulin. Richtige Krit-Maschine ist er. Krit, krit, krit. Wir haben es geschafft. Sieh mal, das hier könnte ihr Lager gewesen sein. War das gerade der Wind? Nein, auf keinen Fall. Das muss etwas anderes gewesen sein. Hey, Tulin und Link. Oh. Gute Arbeit, ihr beiden. Was? Hast du uns beobachtet, Sertes? Auweia, wie peinlich. Ich habe nicht auf Gesane gehört, als er versucht hat, mich aufzuhalten. Ich dachte, dass ich allein klarkomme. Und dann hat das Vieh mir meinen Bogen weggenommen. Ich habe mich für groß genug gehalten, aber allein hätte ich den Bogen nie zurückbekommen. Hm. Verstehst du jetzt, warum wir dich wie ein kleines Küken behandelt haben? Ja. Ihr Arschlöcher. Aha. Es ist wirklich wichtig, mit seinen Gefährten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass ich jetzt endlich verstanden habe, was Papa mir immer sagen wollte. Hm. Was ist eigentlich passiert? Sieht dir gar nicht ähnlich, dir deinen Bogen abnehmen zu lassen. Das war wegen Prinzessin Zelda. Ich habe Prinzessin Zelda gesehen. Ein Monster hat sie angegriffen. Als sie helfen wollte, flog sie hoch. Durch diese Wolke. Hat mich abgelenkt und schon war mein Bogen weg. Was? Prinzessin Zelda ist über dieser Wolke? Wie kann das sein? Schwer zu glauben. Aber wenn wir hier nur herumsitzen, werden wir das nie ergründen. Tulin, Link ist doch auf der Suche nach Prinzessin Zelda. Untersuche mit ihm die Wolke, in der die Prinzessin verschwunden sein soll. Was? Ich dachte, ich darf nicht. Bevor ich hergekommen bin, habe ich einen Bericht erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Schneesturm doch in der Wolke seinen Ursprung hat.
wollte ihr Inneres gleich untersuchen, aber starke Winde machen es unmöglich, sie von der Seite zu erreichen. Der einzige Zugang ist von oben, aber... Kein Orni kann diesen stürmischen Himmel durchqueren und dorthin gelangen. Mit einer Ausnahme. Tulin, ich glaube, dass du es schaffen kannst. Mit deiner Kraft und der Fähigkeit, Windstöße entstehen zu lassen. Tulin wird der beste Krieger der Orni werden, wenn er versteht, wie wertvoll Verbündete sind. Das sagt dein Vater Theba immer. Papa hat das gesagt. Ich werde Theba Bericht erstatten. Begleite du Link auf der Suche nach Prinzessin Zelda und dem Ursprung dieses Schneesturms. In Ordnung. Ich werde mit Link zusammenarbeiten. Ja. Link, ich habe Prinzessin Zelda auf der schwebenden Insel beim Hebra-Gipfel gesehen. Dort sollten wir zuerst hingehen. Klar. Ja, dann geht's jetzt hier in die Richtung. Ob wir da lang dann hochkommen? Ja, alles gar nicht verdächtig aus, ne? Also so wird es ja bestimmt nicht sein. Es wäre viel zu offensichtlich, dass man hier lang einfach hoch muss. Oh, eine Truhe. Cool. Sonaniumschwert. Nice. Das möchte ich behalten. Nimm diese Fackel dafür weg. Diese Fackel kann weg. Diese Fackel. Der kleine Tulin seine Macht wieder erhalten. Die werden wir auch gleich nutzen. Der braucht immer eine kleine Verschnaufpause nach so einem Sturm, ne? Ist ja auch verständlich. Ist ja nicht leicht gemacht, so ein Stürmchen. Sollten wir froh sein, dass wir einen Tulin haben und nicht irgendwie auch noch undankbar sein. Was ist denn das? Die sehen sich ja gar nicht gegenseitig. Aber was wäre denn, wenn da die Abgrenzung verbrennt? Was wäre denn dann da los? Nichts. Ich stelle mir das hier gerade eigentlich richtig cool vor. Wenn es nur mal so klappen würde, wie ich wollte. Ja. Oh ja, prügelt euch. Los, ihr Idioten! Tötet euch gegenseitig und ich sammle den Loot ein. Ihr Vollidioten! Oha, die Wächter sind auch am Gewinnen, ne? Oha. Wie der Scharfschütze da hinten. Aber auch dein Sieg. Seid ihr nicht gegönnt. Das war lustig. Wenn die hier gleich zerbricht, dann kommt die weg. So, sammle ich mal den Loot ein. Ich hier noch irgendwas jetzt übersehen? Ah, hier sind noch Kisten, die ich aufmachen kann. Das wird ja natürlich gemacht. Warte mal kurz, ich will dafür die Axt. Ja. Das war lustig. Ah, dann machen wir mal wieder hier weiter. Wir sind ja wieder hoch, ne? Wir müssen ja hier mal wieder hoch. Oha, da ist ja noch so ein Gegner. Lol. Gut gemacht, Tulin. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, dass du so praktisch bist, aber das hast du gut gemacht. Einfach runtergeschleudert mit seinem Wind. Gut, dass ich die Items von dem Vogel jetzt nicht brauche, weil
Er wäre, glaube ich, auch relativ schwach. Also seine Items relativ. Nennen wir sie mal so, wie sie sind, minderwert. Und immer schön durch die Gette. Die Gette. Decke gleiten, wann immer das sinnvoll geht. Oha. Ich glaube, die werden jetzt gleich Schneebälle auf mich fallen lassen. Die werden Schneebälle auf mich plumpsen lassen. Das sei ja mal. Das sage ich euch aber. Das steht ja in der Bildzeitung vor einer Woche. Allerdings sind die zu lahm da drin, mich zu entdecken. Schneebälle ist doch viel zu schwer für dich. Und du bist auch viel zu hässlich. Okay, die Items von denen sammle ich jetzt nicht ein. Die kann ich woanders noch jagen, falls ich von denen mal was brauche. Oh, von wegen hier kommt keiner hoch. Wenn man bloß erforschen könnte, was im Inneren dieses gewaltigen Schneesturms steckt. Dann heißt das ja, und ob, ich darf hoch, hat man mir erlaubt. Wusste ich's doch. Du bist genau der Richtige für den Einsatz. Gar kein Zweifel möglich. Alle sind ganz gebannt von deiner tollen Technik, mit der du die Windstöße erzeugst. Du bist womöglich der einzige Orni, der es durch die Wolke schaffen und die Wahrheit hinter dem Sturm finden kann. Gib dein Bestes, ja? Ich bleibe hier und wünsche dir Glück, denn ich bin ein Weichei. Dankeschön. Link und ich, wir kriegen das hin. Versprochen. Er ist bereit! Wann bist du wieder bereit? Ja, bald, ne? Kann ja schon mal fliegen. Dankeschön. Du das so gut machst, Tulin. Danke dir! Wo wäre ich nur ohne dich? Bin ja auch ganz genau hier, ne? Und wir steigen weiter auf. Ganz oben in das Himmelszelt. Und hier rein. Ich fand das beim ersten Mal durchspielen ein bisschen monoton, ne? Dann macht er hier eine ganze Zeit lang einfach nur das Gleiche. Wieder und wieder und wieder. Und für sich mag ich Rätsel mehr, wenn es nicht so diesen Punkt gibt. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ich meine jetzt nur das Gleiche. Wieder und wieder und wieder und... Nein. Wieder. Ich lass dich nur machen! Ich lasse dich machen! Wo hatte ich jetzt den Schrein entdeckt? War das der Schrein, den ich entdeckt hatte? Oh, muss ja, ne? Welchen hätte ich sonst entdeckt haben sollen? Muss ja, muss ja. Hi. Link! Ich habe Prinzessin Zelda hier irgendwo gesehen, aber jetzt ist sie weg. Hä? Huh? Was kann das sein? Bestimmt nicht diese Himmelsarsche aus euren albernen Legenden, Brudi. Das ist bestimmt nicht der Fall. Bestimmt kein fliegendes Schiff. Hey, warte! Sieh dir das an! Das ist dein Schiff! Hä? Hä? Komm zu mir. Was war das gerade für eine Stimme? Kam sie von irgendwo da oben? Ach, sieh mal, da oben in der Wolke, so riesig. Ist das etwa
Schiff? Sind ja auch jede Menge dieser kleinen Boote. Das ist ja wie... Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dieses Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte im Glück. Das Lied von der Himmelsarche. Genau, das ist wie in dem Kinderlied. Du hast die seltsame Stimme auch gehört, nicht wahr, Link? Sie hat kaum zu mir gesagt, da bin ich mir ganz sicher. Als würde sie uns nach oben rufen. Mir scheint es jedenfalls keine Hinweise zu geben, wo Prinzessin Zelda stecken könnte. Vielleicht hat sie sich auf dem Weg hoch zu diesem Schiff gemacht. Wie dem auch sei, auf nach oben, Link. Oder auf zum Schrein, mein kleiner Tulin. Was könnte wohl wichtiger sein? Das funktioniert jetzt wie ein wunderbar lustiges Trampolin. Oh. Nehmen wir uns den Schrein vor. Springender Punkt. Okay. Auf jeden Fall wieder. Man ist hier vorne auch meistens Pfeil und Bogen und vor allen Dingen auch Pfeile irgendwo, ne? Wenn der Schrein so startet. Hier nicht. Hier jedoch nicht. Okay, schade. Hätte mir gerne ein paar Pfeile gegönnt, ich habe kaum noch welche. Ich hab doch kaum noch Pfeile. Ne, den alten Holzbogen kannst du dir in den Arsch schieben. Oder woanders hin, wo es dir halt gefällt. I don't judge. Gib ihn dir da rein, wo er dir gefällt, deinen alten Holzbogen. Das ist okay. Das ist passiert. Eieieiei. Mir deine Items hier oben. Dankeschön. Dankeschön. Und diesmal tun wir Link nicht so furchtbar weh, ne? Diesmal, Link, werde ich dir nicht deine Familienplanung beenden. Diesmal nicht, Link. Oder vielleicht doch? Oder vielleicht einfach doch, Link? Ah! Oder vielleicht einfach doch. So, was muss ich jetzt hier machen? Ich glaube, ich erinnere mich.
Außerdem haben wir ja eh den Schalter da oben gesehen, von daher. Schießen wir da doch mal drauf, damit sich... Jep. Und Schrein geschafft. Segenslicht. Zack, da waren es 5 Segenslichter, die ich habe. Krass. Ja, möge das blablabla. Bla, bla. Möge das blablabla blibli blub blub. Blablabla blibli. Wie. Oh, no. So, jetzt muss ich hier weiter hochreisen und ich glaube, das mache ich jetzt auch in hier dem Part noch so weit durch. Wer das Spiel gespielt hat, weiß ja, was hier am Ende kommt. Wer es nicht gespielt hat, tja, warum nicht? Eine Volzpfeile, dankeschön. Fünf Holzpfeile, vielen herzlichen Dank. So, dann geht hier die Reise weiter. Ich danke dir, Tulin! Hallo, mein Freund. Du hättest ruhig mein Sohn aufs Schwert haben können, ne? So, deine Knüppel, die sind nicht wertvoll. Also 2 Energiesphären ist ja okay als Loot, aber deine Knüppel, die waren echt wertlos. Also. So, ich glaube, auf die Crocs hier scheiß ich. Kann ich immer noch ohne Aufnahme farmen. Weil Crocs wollt ihr doch auch nicht alle sehen, ne? Ja, die werdet ja eben im Ladebildschirm gesehen haben, dass ich schon 146 insgesamt eingesammelt habe. Die habe ich ja nicht alle gezeigt. Und keiner hat sich bisher beschwert. Hey, Navik, du bist in absoluter Vorproduktion. Niemand weiß, wie wenig du farmst. Kleinigkeiten, okay? Das sind unwichtige Kleinigkeiten. Jetzt seid mal nicht so kleinlich. Nicht so kleinlich. Okay, Tulin, du hast den eiskalt umgebracht. Aber bist du dir schon im Klaren, Tulin, ne? Dass der jetzt einfach wegen dir tot ist. Du hast ihn komplett darunter geschossen. Der fällt jetzt jemanden auf den Kopf. Wind. Gehen wir mal da hoch. Ohne uns aufzuspießen. Ich weiß gar nicht mal, hätten wir uns da aufgespießt? Hätte uns das aufgespießt an dem Punkt. Tulin kann es auch einfach nicht lassen. Er mordet einfach viel zu gerne. Denkst du einfach Headshot und das war's für dich. Geht das da hinten? Da komme ich von hier aus nicht hin.
Eieieiei, das war nicht so gut, Tulin. Das war nicht so clever, von hier aus dahin zu gehen. Aber ist okay, Tulin. Wir kennen dich ja nicht anders. Jeder weiß, er heißt Tulin. Das bin ich! So. Oh. Okay. Ja. Dann steigen wir auf. Es geht jetzt nach oben. Und ich finde halt, an jedem Punkt könnte man wirklich sagen, hey Spieler, du hast das Rätsel verstanden, du hast es gelöst. Aber die Reise geht einfach immer weiter. Immer und immer weiter. Hört einfach nicht auf. Jeder weiß, es ist Tulin. Das bin ich. Und tot. Alpha-Elite-Konstruktoren, okay. Da unten ist so ein Dude, da gehe ich doch mal. Den will ich töten. Ja, auch eine Truhe da auf der Schulter. Zieh dir das Ding raus. Ja, da guckst du blöd, ne? Und jetzt drehe ich mich im Kreis. Tulin, du darfst mir ruhig helfen. Du hättest mir helfen dürfen, Tulin. Übrigens, Bombenpfeile treffen da immer. War noch viel besser so. Wo ist das Bruchstück? Da. Eieiei. Ja, Tulin, was hast du gemacht? Ach, ich dachte schon, du wärst nützlich gewesen. Entschuldige, Tulin, dass ich mich da so getäuscht habe. Und dich nützlich genannt habe. War natürlich ein Irrtum. Und in der Truhe ist eine alte Karte. Die mir irgendwo in den Tiefen, die ich so hart erkundet habe, ein Kreuz setzt. So, noch Energiesphären. Wie blöde. Das wird mir später noch nützlich sein. So, welche Waffe will ich das dranhängen? An hier den Knüppel? Ja, ich glaube schon. So, dann kann ich ja jetzt hier irgendwo bestimmt aufsteigen, ne? Jawohl. Dann steige ich auch weiter auf. Dann steige ich hier auch einfach immer weiter auf. Hier ist das. Okay, und hoch mit mir. Nicht sterben durch die Explosion. Link, heil dich, bevor ich mich umgebracht habe. Da ist noch eine Eisfläche, durch die ich fallen kann. Das wird auch gemacht. Seite auch sowas. Ganz weit unten auf der anderen Seite oder weiter oben. Also das auf der anderen Seite will ich jetzt nicht.
Oh, hier ist eine Kammer. Das, wenn wir uns hier anschätzen, 10 Holzpfeile. Nice. War die Bombe vielleicht wert? Frostling. Kann ich jetzt meine Axt hier endgültig kaputt machen? Mach mal die Axt endgültig kaputt, ihr Kisten. Sehr gut. So, hier wieder nach oben. Oha, Tulin, hast du die einfach weggemacht? Tulin tötet sie wieder irgendwo. Im Nirgendwo. Gut, dann gehen wir halt hier lang weiter hoch. Ist mir ja recht. Ist mir ja recht. Er ist bereit. Cool. Frag mich nicht nach der Physik und wie das Ganze genug Energie hatte, dass Link das so weit runter und dann hochdrückt, aber es war so, okay? Es war einfach so. Was hört die Musik auch? Als wäre hier jetzt ein Monster hinter mir. Was ja definitiv nicht der Fall ist, aber als wäre es so. Definitiv nicht sein. Was ist denn hier los? Drei Frostforellen. Oh, das ist ja nice. Zum Feuer machen. Lustig, ist da sogar Holz drunter, ne? Ja. Verrückt. Gut, nehmen wir uns die Axt. Machen das kaputt und gehen hier wieder in diese unbekannten Pfade. Klettern wir hoch. Die prügeln sich mit den Wächtern da unten. Ja, Wächter haben doch keine Chance. Und wer weiß. Einen haben sie tot, zwei haben sie tot, die Wächter. Die Viecher haben ja keine Chance. So, haben wir uns mal eine neue Waffe gebastelt, schnell. Jetzt nehmen wir uns auch hier den Bogenschützen vor. Okay, Tulin. Den kann ich so nicht farmen. Ich weiß nicht, was das soll, Tulin. Ich weiß nicht, was du glaubst, was du da tust, aber so kriege ich dir ihre Items. Da muss ich dich notfalls aus dem Team rauskicken, Tulin, wenn du so spielst. Hi. So kriege ich nämlich die Items. Das ist schon viel besser. Merkst du selber, Tulin, ne? Merkst du selber, wie viel besser und effizienter das hier alles ist? Merkst du selber? Oh, ist eine Bombe. Sagst du jetzt mit dem Hey, vorsichtig, ne? Das ist immer noch eine Bombe.
Okay, von da unten komme ich wieder hoch. Und soll er sich mal für Runde 2 hier bereit machen? Denn ich bin bereit für Runde 2. Ich bin bereit. Ich bin bereit, die Sonaulanze aufzuheben. Guck mal, wie er da leuchtet, ganz stolz, als hätte er was gerissen. Alter, du machst einen Schaden. Was so, als hätte ich schon mal meine Rüstung verbessert haben sollen. Okay, tschüss. Was ist hier drin? Eine Truhe. Nice. Die gönne ich mir. Große Sono-Energiesphäre. Die juckt mich ja gar nicht. Die juckt mich doch überhaupt nicht. Dann bauen wir uns einen Zeppelin, der fliegen kann. Fliegen hoch, ne? So, das geht daran, der da rein. Da rein. So. Und hoch geht's. Lange genug zum Starten gebraucht, lieber Zeppelin. Sei dir ja mal gesagt. Aber so hoch müssen wir gar nicht, denn wir haben ja unsere Techniken. Dann gehen wir einfach hier lang durch. Einfach hier lang durch. So langsam müsste doch... Ich dachte eigentlich... Hoffentlich... mir hier irgendwann nochmal ein Schrein. Ah! 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 Wir werden da beenden, wo wir angefangen haben. An dem Eingang zu einem Schrein. Das ist nicht der Wahnsinn. Und zwar hier. Oh. Doch bin ich zum ersten Mal. Die Luft hier ist ja richtig eisig. Mir macht das nichts aus. Aber was ist mit dir, Link? Schütze dich, sonst erfrierst du. Ich habe viel Geld ausgegeben, Tulin. Ich habe alles, was ich brauche. Okay, Tulin, ich habe... alles, was ich brauche. Katana-Umschrein. Der Katana-Umschrein. So, den haben wir noch kurz aktiviert, aber lösen werden wir den im nächsten Part und dann steigen wir hier auch weiter auf. Und ich hätte mal gesagt, bis dahin. Ciao.